Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du das Dateimanagement in Windows anwendest. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du hier siehst, befinde ich mich hier auf meinem Desktop auf meinem Windows-Rechner. Wie du den Desktop-Hintergrund änderst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Dateimanagement eigentlich bedeutet. Dateimanagement ist nichts anderes als das Management von verschiedenen Dateien, sprich die Verwaltung und die Organisation. Beispielsweise von Bildern, Videos, Textdokumenten oder sonstiges. Das Dateimanagement steht im Zusammenhang mit dem Ordnermanagement, das heißt Ordner anlegen, verschieben und Co. Wie du das Ordnermanagement machst, ist ebenfalls in einem anderen Video, auch das Video ist in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Gut, wie machst du nun das Dateimanagement? Um dies zu tun, habe ich mir hier einen Ordner erstellt und eine Bilddatei hierher gelegt. Im Wesentlichen geht es beim Dateimanagement darum, Dateien, sprich Bilder, Videos, Dokumente oder sonstiges umzubenennen, diese kategorisiert zu verschieben oder zu kopieren und andere Informationen daraus zu ziehen. Fangen wir an mit dem Umbenennen. Wie benennst du Dateien um? Um dies zu tun, gehst du hier auf deine Datei. Wie gesagt, hier ist es gleich, ob es eine Bilddatei, ein Video oder ein Dokument ist und drückst entweder auf der Tastatur F2 oder machst einen Rechtsklick und gehst auf Umbenennen. Nun kannst du der Datei einen neuen Namen geben und auf der Tastatur einfach reinschreiben. Mit einem Klick auf Enter bestätigst du deine Eingabe oder du klickst einfach außerhalb hier irgendwo hin, dann ist es ebenfalls gespeichert. Möchtest du nun diese Datei verschieben, beispielsweise in einem Ordner, so klickst du wieder darauf und machst entweder einen Rechtsklick und drückst auf Ausschneiden oder drückst auf der Tastatur STRG und X. Nun öffnest du deinen Zielort, in meinem Fall ist es dieser Ordner hier, und machst nun entweder einen Rechtsklick und gehst auf Einfügen oder drückst auf der Tastatur STRG und V. Mit STRG und V auf der Tastatur fügst du alles aus der Zwischenablage ein. In unserem Fall war nun das Bild in der Zwischenablage. Möchten wir nun diese Datei hier kopieren, das heißt ein Duplikat erstellen als eigene Datei, so markieren wir dieses wieder, machen einen Rechtsklick, gehen auf Kopieren oder drücken auf der Tastatur STRG und C. Nun, wenn wir das wieder hier einfügen wollen, machen wir wieder dasselbe wie vorhin. Wir machen einen Rechtsklick und gehen auf Einfügen oder drücken auf der Tastatur STRG und V. Möchtest du nun mehrere Dateien markieren, verschieben oder kopieren? So musst du folgendes machen, entweder du hältst die linke Maustaste gedrückt und markierst nun hier deine Dateien oder wenn du einen gesamten Ordner, sprich den Inhalt des Ordners kopieren möchtest, drückst du auf der Tastatur STRG und A. Ebenfalls kannst du mehrere Dateien auswählen, indem du einen linken Mausklick darauf drückst und nun die STRG-Taste auf der Tastatur gedrückt hältst und ein weiteres Element markierst. Das sind drei verschiedene Punkte, sprich nochmal zusammengefasst, mit STRG und A markierst du den gesamten Inhalt. Mit gedrückter linker Maustaste kannst du hier so viel markieren, wie du möchtest. Und wenn du nun verschiedene Elemente eines Ordners, als Beispiel hier diesen Ordner und dieses Bild haben möchtest, so drückst du auf der Tastatur die STRG-Taste und markierst so lange deine Dateien, wie du möchtest. Nun kannst du diese verschieben, ausschneiden oder kopieren, wie du möchtest, wie vorhin. Das System bleibt immer gleich. Möchtest du nun aus einer Datei mehr Informationen bekommen, beispielsweise das Dateiformat oder die Dateigröße, so machst du einen Rechtsklick darauf und drückst hier unten auf Eigenschaften. Es öffnet sich nun dieses Fenster hier und wir sehen hier oben den Dateitypen.
mit welchem Programm es geöffnet wird und die Dateigröße, in diesem Fall 640 KB. Ebenfalls siehst du eins darunter, das Erstellungsdatum und das letzte Änderungsdatum. Darunter kannst du noch einstellen, ob diese Datei schreibgeschützt ist oder versteckt wird. Schreibgeschützt heißt nichts anderes, als dass Änderungen bei dieser Datei schwieriger zu machen sind. Versteckt heißt nichts anderes, als dass die Datei nicht direkt auf dem ersten Blick im Explorer, also hier im Ordner, zu sehen ist. Unter Details erfährst du noch einmal mehr Details darüber, als Beispiel bei einem Bild, die Abmessungen, das heißt die Breite, die Höhe und die Bittiefe, den Namen der Datei, den Typen, den Ordnerpfad und wieder Erstellungsdatum, Änderungsdatum und die Größe. Drückst du nun auf OK, so werden alle eventuellen Änderungen übernommen und du gelangst wieder zurück. Möchtest du nun Dateien löschen, weil du diese nicht mehr benötigst, so machst du wie bei den Ordnern entweder einen Rechtsklick darauf und gehst hier auf Löschen oder du markierst sie und drückst auf der Tastatur Entfernen. Nun hast du sie in den Papierkorb verschoben, das heißt, sie sind noch nicht endgültig gelöscht. Den Papierkorb findest du entweder am Desktop hier, sprich in diesem Bereich. Du kannst Windows und D drücken, um auf den Desktop zu gelangen oder alle Fenster minimieren. Oder im Explorer hier unten. Gehst du nun in den Papierkorb, kannst du diese Dateien nun entweder wiederherstellen am Ursprungsort oder endgültig löschen. Um sie wiederherzustellen, machst du einen Rechtsklick darauf und gehst auf Wiederherstellen. Nun öffnen wir wieder den originalen Ordner und wir sehen, die Datei ist nun wieder hier zu sehen. Möchtest du die Dateien endgültig löschen, so gehst du entweder hier auf Papierkorb leeren oder machst am Desktop-Symbol oder im Explorer-Symbol einen Rechtsklick und gehst hier auf Papierkorb leeren. Zusammengefasst ist es wichtig, dass du eine gute Organisation bei deinen Dateien und deinen Ordnern hast. Sprich, benenne sie richtig, so dass du einen Überblick bekommst und erstelle Ordner passend zu den Themen. Das heißt, hast du viele Dateien für verschiedene Zwecke, so erstelle Unterordner, damit du immer schnell auf einen Blick zu deinen Dateien gelangen kannst. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Windows-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den PC-Grundfunktionen-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema PC-Grundfunktionen. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein PC-Grundfunktionen-Kurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.